So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Ich sammle hier erstmal alles ein, was wir brauchen, um heute ein paar sehr, sehr tolle PCs zu reparieren und dann noch einen weiteren PC neu zu bauen. So, die stellen wir hier alle schon mal auf und hier muss erstmal sauber gemacht werden, wie ich sehe. Das kriegen wir doch hin. Hier sollen wir den RAM und die HDD ersetzen. Ich glaube, ich weiß, welcher Auftrag das ist. Das sollten wir hinbekommen. Na, PC bitte sauber werden. Ich wäre übrigens froh, wenn PC sauber kriegen in Real Life wirklich so schnell ginge. Auch wenn ich mich manchmal hier im Spiel drüber beschwere, wie lange es doch dauert. Wer wirklich mal einen PC aufgeschraubt hat und alle Komponenten da drin sauber machen musste, der weiß, das dauert nicht ein paar Minuten, sondern eher ein paar Stunden. Insofern, ja, gibt Angenehmeres als das. Den hätten wir gerade mal auflassen können. Und wir wollen nämlich die HDD hier raustun und eine neue HDD reinmachen. So, weg mit der und rein mit der. Dann ersetzen wir den RAM hier und schauen gleich mal, ob meine Vermutung richtig ist und wir mit... Warum wir den diesem RAM-Riegel nicht durchkommen. Doch, okay, das Spiel akzeptiert ihn sehr gut. Habe ich gar nicht erwartet. Bin ursprünglich davon ausgegangen, dass das Spiel meckert. Wo haben wir es hier? So, wenn dieser PC wieder sein Betriebssystem installiert, schauen wir bei einem anderen PC vorbei. So, genau. Das hier war der PC mit dem ADATA-Zeug. Abgesehen von dem RAM sieht es hier nicht so aus, als gäbe es sonst noch irgendwas. Das war es nicht du, sondern du. Ja. Oh Gott, diese Kombination aus Grün, Türkis und Rot. Die Person ist echt aus der Hölle. Ganz ehrlich, also das kann sich doch niemand antun, wirklich. So, tun wir den nochmal rein. Stimmt, und natürlich RGB-Beleuchtung, klar. Was denn auch sonst? So, du bekommst trotzdem einen kurzen Fix, was das angeht. Der PC hier läuft wieder. Ich schaue da nochmal kurz in die Nachricht der Person mit rein. Du willst grün-weiße Kabel haben. Kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber von mir aus. Ist ja dein PC nicht meiner, den ich hier verhunze. So, dann können wir hinten wieder zumachen. Grün, weiß. Nehmen wir einfach mal die hier. Und da unten die HDD auch kurz anschließen. So. Was nehmen wir da für eine Farbe? Kann man das machen? Ja, es ist, sieht immer noch schlimm aus, aber geht schlimmer. Okay, wir könnten vielleicht das NZXT-Logo doch rot lassen. Ja, ich glaube, das geht sogar noch ein bisschen besser. Ja, ich bin trotzdem nicht damit zufrieden, wie das aussieht. Die Person soll einfach nicht, nicht irgendwas designen in ihrem Leben, bitte. Jemals. Weil das sieht schlimm aus. So, dann können wir den hier schon mal weg. Wuss. Ja, dem RAM-Problem in allen Staub haben wir gar ausgemacht. Was wolltest du denn sonst noch? Auftrag bis zum 13.11. Wir haben den
Fünften. Du wolltest Innenreinigung, haben wir ja wie gesagt gemacht. Grün-weiße Kabel haben wir auch. Vielleicht wollte die Person irgendwelche anderen grün-weißen Kabel. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Naja, von mir aus. So, der hier sollte aber weg können ohne Probleme. Du wolltest sonst wirklich nichts weiteres. Sie haben den Problem mit meinem PC auf den Zahn gefühlt und es repariert. Und jetzt macht die Arbeit damit wieder richtig Spaß. Sehr schön. Dann haben wir noch den hier und wir können schon mal das Case hier rüberstellen für den nächsten Bau. Hier müssen wir mal gucken. Genau, da wollte ich ja aufrüsten. In jeglicher Hinsicht. So, machen wir da mal auf. Das ist wirklich nur ein RAM-Slot. Also ein bisschen traurig. Ich habe mit zwei gerechnet. Aber es ist wirklich anscheinend nur einer, ja. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Der hier oben kann weg. Ich hoffe, die AIO passt da überhaupt rein. Das ist natürlich nicht gut. Da vorne können wir nichts machen. Da oben ist auch schwierig wegen dem Lüfter hier hinten. Der wahrscheinlich uns sonst angekreidet wird, weil genau der eben von dieser Person ist. Und wir kriegen hier oben nicht noch einen Lüfter rein, oder? Ach, da vorne ist noch Platz für weiteren. Puh, Glück gehabt. Unglaubliches Glück gehabt. Okay, machen wir da wieder zu. Dann erstmal den RAM. Da haben wir ja ein bisschen aufgestockt. Die Person wollte ja hoch von 16 auf 32. Wir haben uns dann für ja, ein kleineres Upgrade auf 128 GB umentschieden. Einfach mal so. Meine, die Person hat uns das Budget dafür gegeben. Also haben wir es sehr sinnvoll investiert. Bestimmt, ist bestimmt ein Office-PC. So, hier oben müssen wir mal kurz aufmachen. Und dann verbauen wir dich hier mal. Fehlende Teile? Was denn? Ja gut, das sind Gehäuseteile. Ja, okay. Ah, Sekunde, du kriegst noch ein neues Netzteil. Das hatten wir ja auch gesagt. Und ich muss noch mal gucken, wolltest du irgendwelche anderen Kabel? Nein. Nein, nicht wirklich. Besser so für dich. Dann kriegst du nämlich eine Auswahl von mir. Das ist sowieso cooler. Da wollten wir ein RM1000X reintun, ne? Ja, müsste so gewesen sein. Gut, die Grafikkarte sollten wir vielleicht nochmal reintun. Ups, ich habe da gerade aus Versehen einen Staubfilter unten abgemacht. Ja, es war die 3090 hier. Okay. Neuer USB-Stick kurz rein. Einmal hierfür. Gut, das Teil müssen wir auch noch übertakten, ne? Und Viren entfernen. Ich hätte das ganze Zeug auf der SSD installieren sollen. Und das glaube ich, mache ich jetzt immer noch, weil es einfach so viel schneller geht. Obwohl, nee, können wir ja gar nicht.
Sekunde, wir müssen zumindest jetzt erstmal kurz auf der HDD noch bleiben, denn die Viren sind ja auf der HDD. Und wenn wir alles auf der SSD installieren, dann können wir nicht auf der HDD für Viren scannen. Das haben wir schon mal in einem anderen Part herausgefunden. Bei einem PC ist es komplett lächerlich. Aber es ist im Spiel so. Das heißt, jetzt wo wir die Viren weg haben, können wir nochmal alles neu installieren. Auf der SSD. Und ja. Dann ist das gut so. So, installieren wir mal dich. Dann natürlich 3D-Mark, OCCT und GPU-Tuner. Jetzt müssen wir natürlich die Beleuchtung auch nochmal neu einstellen. So, einmal so einstellen bitte. Und dann gucken wir jetzt mal, was wir aus diesem PC hier noch so rausholen können. Die 3090 hat ja normalerweise eine Menge Übertaktpotenzial. Und wir haben ja auch eine relativ starke CPU-Kühlung jetzt da drin. Sagen wir einfach mal so und so. Ja, da ist auf jeden Fall noch bei der CPU eine Menge drin. Wir sind gerade mal bei 60 Grad unter Last. Das ist gar nicht so viel. Und wir können natürlich auch noch beim RAM ein bisschen was machen. So, den RAM lassen wir mal auf 3. Wir können wirklich nichts machen, denn der nächste Schritt von 2666 hoch ist 3600. Und das hält der RAM wiederum nicht aus. Schade. So, hier machen wir mal 4,6 GHz. Das müssen wir eigentlich auf jeden Fall schaffen bei der CPU. Ich habe vielleicht mir viel zu viel vorgenommen. Ich glaube, 4,6 GHz schaffen wir doch nicht. Also außer ein Wunder passiert jetzt. Aber nein. Schade. Schade, schade, schade. Okay, dann bleiben wir halt bei 4,5. Die will ich aber jetzt schon sehen. Das muss reichen. Okay. Hier sollten wir aber auf jeden Fall mal keine Probleme mit dem Strom bekommen. Wir haben 1000 Watt Netzteil. Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Okay, wir müssen ein bisschen die Übertaktung bei der GPU runterschrauben. Momentan crasht die noch unser System. So, warten wir mal ab. Oh, immer noch. Dann sagen wir mal so. Das muss jetzt aber eigentlich reichen. Müsste zumindest mal wieso, also nicht wieso nicht. Aber schauen wir mal. Hier 93,6, das ist schon ziemlich knapp. Aber jetzt machen wir natürlich weiter mit der etwas kleinschrittigeren Übertaktung. Solange bis wir eben crashen. Und schauen dann mal, wie weit wir hier kommen. Na, okay, dann doch schon weiter als gedacht eigentlich. Okay, bis 55 geht's. Sehr schön. Und dann lassen wir jetzt mal kurz 3D-Mark darüber laufen, währenddessen wir hier drüben noch einen weiteren PC haben für League of Legends. Ich fühle mich irgendwie schlecht, einen wahrscheinlich viel zu krassen PC jetzt hier zu bauen, damit darauf League of Legends läuft. Aber hey, solange wir das Geld bekommen, können wir eigentlich soweit zufrieden sein.
So, Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. Dann installieren wir hier gerade mal kurz unsere M2. Unseren Ryzen 5 5600X. Oh. Na? Wollt nicht. Jetzt aber. So, dann haben wir hier noch eine mehr als nur ausreichende RTX 3070 Founders Edition. Ein bisschen schicken RGB-RAM von Team Group. Na, so, so und so. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch unsere Kühlung. Und das ist in dem Fall hier diese Cooler Master Liquid ML240. Okay, das hier hinten ist sowieso kein RGB. Oh doch, ist RGB. Naja, muss das Teil halt leider dran glauben. Das hier ist aber auch RGB. Auch schick. Oh, wir können das Teil ja gar nicht wegmachen da. Dieses... Oh, das ist das natürlich blöd. Das sieht nämlich echt nicht so cool aus. Hm, schade. Sekunde, dann würde ich gern was anderes ausprobieren. Wenn wir das hier sowieso nicht wegkriegen, können wir gucken, ob wir nicht da irgendwie es hinbekommen, dass wir dort... die I.O. hinbauen. Damit wir hinten wenigstens ein bisschen coole Beleuchtung haben können. Okay, das geht. Weil das da vorne sieht man dann ja sowieso nicht. Obwohl, die zwei sieht man wenigstens aus dem richtigen Winkel. Aber hier hinten halt keinen Lüfter sonst zu haben, wäre halt ein bisschen blöd. Deswegen habe ich es jetzt eben verändert. Du wolltest aber ja auch noch eine 1 TB Seagate-Platte. Hier hast du sie. Viel Spaß damit. So, hier hinten müssen wir jetzt mal gucken, was für Lüfter wir da nehmen. Auf jeden Fall RGB. Und es müssen 3 Stück sein. Damit sind die meisten leider schon aus dem Rennen. Aber nicht alle. Wir könnten die hier nehmen. Oder wir nehmen natürlich, weil wir sowieso einen weißen Bild haben, Corsair QL-Lüfter. Was sich auf jeden Fall auch sehen lassen kann. Obwohl, wir könnten auch gucken, ob da vielleicht 240er oben hinpassen. Na, so. Ja, da passen sogar 240er hin. Okay. Dann hier und hier und dann noch kurz einen USB-Stick. Hier können wir vielleicht noch eine Sache ändern. Die sehen nicht so super cool aus. Und dann installieren wir mal das Betriebssystem. Okay, 15.761 Punkte. Wir sollten 14.277 erreichen. Wie gesagt, ich habe versprochen, wir werden nichts an diesem PC ändern. Hardware-technisch, was ne, CPU und GPU angeht. Und eine Sache stört mich hier, das können wir nicht so lassen. Na? Ein paar dieser Kabel sehen echt grauenvoll aus. So, Problem gelöst. Ich weiß, jetzt müssen wir nochmal neu testen, aber ist nicht schlimm. Wir haben ja drüben den anderen PC, an dem wir sowieso noch Zeug zu tun haben währenddessen.
So, wie ich das Spiel kenne, hat es hier wahrscheinlich alles auf der HDD installiert. Oh, nee. Ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Bin stolz. So, das läuft wie gesagt alles immer noch super durch. Und währenddessen kümmern wir uns mal um dieses System hier. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Wie gesagt, ich mag diese Shroud hier vorne nicht, aber müssen wir uns jetzt mal mit zufrieden geben. Ist halt so, können wir auch nicht ändern. So, jetzt schauen wir noch, dass wir die maximale Performance aus diesem PC hier rausholen. Okay, das würde ich jetzt erstmal so lassen und dann ist jetzt erstmal der RAM dran. Da können wir erst noch ein bisschen was rausholen. RAM und CPU. So, 4000 läuft der standardmäßig. Das heißt, wir schauen... Oh, 4600, das schaffen wir nicht. Vielleicht aber 4400. Hier würde ich mal 4,7 gerne probieren. Also 100 MHz übertakten, das könnte funktionieren. Und den hier können wir schon mal wegtun. So, und jetzt sehen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin optimistisch. Oh ja, 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 ohne Probleme sogar. Als nächstes sind 4,8 GHz dran. Das könnte auch noch gehen. Ich wäre stolz auf das System, wenn das hält. Auf 4,8, das wäre ein sehr solider Wert. Gerade für einen 5600X nur. Und vor allem, weil wir ja nur einen 240er Radiator da dran haben, 240er I.O. und auch noch einen der schwächeren. Und es hat auch ausgereicht. Jetzt würde ich ganz gern nochmal vielleicht 4850 MHz ausprobieren. Also ich bezweifle auf jeden Fall mal nicht, dass wir... Okay, das reicht wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich bezweifle nicht, dass wir mit... ja, zumindest einer der größten IOs oder sogar Custom-Wasserkühlung aus dem Teil nicht ohne Probleme vielleicht die 5 GHz rauslocken können. Okay, wir haben doch nicht mal Thermal Throttling. Okay, es geht also doch. Damit hätte ich nicht gerechnet. So, dann ist jetzt noch ein bisschen die GPU dran. So, wir geben unser Bestes. Weiß nicht, wie viel wir da rausholen können, aber wir probieren einfach mal, wie wir das eben immer machen. Okay, so langsam kommen wir in ein kritisches Territorium, was die Temperaturen angeht. Okay, das war dann zu viel. Schade. So, das sollte aber eigentlich ausgereicht haben. Und da wir hier auch ein 850 Watt Netzteil, glaube ich, verbaut haben, oder? Ja. Dürfte uns in dem Fall wenigstens der Strom auch keinen Strich durch die Rechnung machen. Abgesehen davon haben wir jetzt ja nochmal ein Downgrade gemacht, was die Hardware angeht, von einem 5800X auf einen 5600X und von einer RTX 3080 auf eine 3070. Also wenn das jetzt nicht ausreicht, dann weiß ich auch nicht. Aber hey, die Performance kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Sehr sogar. Und genau, wir könnten mal wieder einen Blick auf eBay werfen. Ryzen 5600 ist natürlich für diesen Preis schon ganz nice, aber nicht unser Ding zwingend. RAM brauchen wir nicht. Lüfter brauchen wir nicht, gerade wenn wir nur eine einfarbige Beleuchtung haben, ist das überhaupt nicht meins. Weg damit.
Das muss nicht sein. So, werfen wir hier nochmal einen Blick drauf. Oh, da haben wir es gerade verpasst, leider noch einen Blick auf die FPS-Zahl werfen zu können. Ich glaube, wir waren bei 93, wenn ich mich nicht irre. Was durchaus schon sehr respektabel ist, wie ich finde. Also 93 FPS dafür, dass wir hier nur eine 3070 drin haben, ist schon ganz gut. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Punkte, wow. Okay, also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Klar, unsere CPU ist hier am Ausbremsen, aber das ist schon sehr respektabel. Gut, dann können wir den hier wegtun. So, die Person hat auf jeden Fall ihre Seagate-Festplatte drin, das heißt, die sollte glücklich sein. Ja, wie mit diesem neuen PC. Und du solltest auch glücklich sein. Bitte? Ja. Ich habe gesehen, dass jetzt ein Leistungswert von 14.277 erreicht ist und ich komme gern wieder. Das will ich doch sehr hoffen, aber ich sehe, wir haben es ganz knapp nicht geschafft, das Level 34 zu erreichen. So knapp es auch sein mag. Ist, also, ja, 34 erreichen wir ja sowieso, glaube ich, nie. Es endet ja 33 dann am Ende. Aber, ja, wir müssen wohl noch ein klein wenig weitermachen. Und ich würde sogar sagen, wisst ihr was, ich bin mal kein Spielverderber. Wir machen das jetzt noch in diesem Part fertig. Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Ich weiß, wir könnten das jetzt auch schon bezahlen, aber das machen wir jetzt nicht sofort. Wir suchen uns einen von denen raus, der am angenehmsten ist, und machen den dann noch. Und gucken auch nochmal, was wir hier freigeschaltet haben. Oh, endlich. Das Custom-Wasserkühlungszeug für die RX 6800 und 6900 XT. So, wir machen einen von denen, der nicht so super viel Aufwand ist. Das hier wäre ein kompletter PC-Neubau, das hier auch. Das auch, genau. Und das hier wäre nur eine Reparatur. Dann würden wir tatsächlich einfach mal nur die Reparatur machen. Und hoffen, dass es nicht so ein Aufwand ist. Klar, 2390er, easy. Eine Bekannte meinte, sie arbeiten mit Computern. Unglaublich, mein PC ist kaputt. Ich bin sicher jemand, wie sie findet heraus, was hier schief läuft. Mein Großvater war der Meinung, der PC müsse mal geölt werden. Und das Ergebnis ist ein Desaster. Ich habe in einigen Foren nachgelesen und da heißt es, wahrscheinlich sei die Hauptplatine die Ursache. Ich bin totaler Fan von EVGA, habe festgestellt, dass er manchmal auch ziemlich langsam ist. Okay, was hast du denn für... Ah, ein X299 Dark. Wo sind wir hier? X299 Dark. Und wenn er langsam ist, dann ist das normalerweise immer die... dass Viren drauf sind. So, ich würde sagen, wir machen tatsächlich einfach nur mal diesen Auftrag. Ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt gleich kommt vielleicht. Kann man vorstellen, dass es vielleicht irgendwas gibt für Story-Ende oder so, irgendein Achievement oder irgendwas. Aber wir müssen jetzt nicht mehr jeden einzelnen Auftrag machen. Ich habe mittlerweile auch so ein bisschen umgedacht und ich habe ja mal gesagt, dass wir den krassesten PC hier noch bauen wollen, um ihn hier unten hinzustellen. Aber ich glaube, lassen wir mal und bauen lieber den krassesten PC im Spiel woanders, nämlich ne, im Kreativmodus, weil jetzt hier irgendwie nochmal $20.000 oder so in-game, nachdem wir gleich 30.000 ausgegeben haben, nochmal sammeln, das dauert so lange. Wir haben es ja jetzt mitbekommen, was weiß ich, wir haben bestimmt 50 Parts oder so gebraucht, um wieder hoch auf die 30.000 jetzt zu kommen. Wir wollen nicht nochmal so ewig lange hier sitzen. Ich meine, mir macht das Spiel Spaß und so weiter und so fort, aber wenn ich die Wahl habe, diesen Story-Modus zu pausieren, bis es mehr Content beim Story-Modus gibt und stattdessen währenddessen mehr Community-Build-Parts zu machen, damit ihr schneller euren PC sehen könnt, weil momentan dauert das ja immer, wie ihr wisst, sehr, sehr lange, dann mache ich lieber das, um ehrlich zu sein, als hier ewig lange Parts. Und
dann können wir auch da einfach den krassesten PC bauen. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, währenddessen können wir aber hier schon mal alles abbauen, denn normalerweise ist es auch so, dass wenn die Person sagt, ich glaube, das ist das Problem, dann ist auch das das Problem. Wir müssen aber die Grafikkarten... Das wäre auch so eine coole Sache hier im Spiel. Lasst uns doch einfach die Grafikkarte hier ausstecken und nicht komplett ausbauen. Das ist doch nicht so schwer eigentlich. Wäre so viel angenehmer für alle Beteiligten. Auch die Grafikkarte. So. Raus mit der CPU. Und dann dem Mainboard. Also du hast da noch eine SSD drin. Okay. EVGA X299 Dark. So, du bekommst jetzt ein paar geschmackvollere Kabel. Und das hier tauschen wir auch aus. Ich schaue aber nochmal nach. Nicht, dass da doch noch irgendwas mit Kabeln drin stand. Aber wenn ich mich recht erinnere, nein, ne? Nein. So, dann bauen wir den Rest ein. Erstmal die CPU. Und das auch noch runter. Sehr schön. So, da haben wir nochmal den RAM. Dann CPU-Kühler. Bevor wir die Grafikkarten einbauen, auf jeden Fall erst noch die SSD. Und jetzt die Grafikkarten. Ah, weißt du was? Du kriegst Kabel, die sogar noch ein bisschen besser passen als diese weißen hier. Du kriegst gelbe Kabel. Für diesen PC können wir uns jetzt noch die Zeit lassen. So, wo haben wir sie? Hier oben. Kabel. Ummantelt. Gelb. Was? Es gibt keine gelben Kabel da? Toll. Es gibt nur die oder die. Ich glaube, wir nehmen die hier. Okay. Das hätten wir. Dann können wir auf der Seite nochmal zumachen und auf der Seite nochmal zumachen. So, kein Betriebssystem gefunden. Das kann eigentlich nicht sein. Oh nein, ist da irgendwo eine HDD drin? Wo ist die HDD, auf die das gerade installiert? Toll. Das wird jetzt ein Jahrzehnt brauchen. Yay. Gut, jetzt ändern wir das nochmal schnell auf die SSD. Was ist das, war die SSD? Die SSD ist doch niemals so langsam. The fuck? Unmöglich. Ups, ich habe vergessen, die Antivirensoftware zu installieren. Die SSD ist so niemals so langsam. Kann eigentlich nicht sein. Okay, Ja, starte. So, dann entfernen wir kurz die Viren. Damit ist das halt soweit fertig. Fehlende Kabel. Ja, nee, das sind nur die Kabel, die man hier einstecken muss. Es fehlen keine Kabel. Sage jetzt nur super ungern Spiel, aber es fehlen keine Kabel. Wirklich nicht.
Jetzt haben wir ernsthaft bei diesem letzten PC einen Bug? Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Ernsthaft? Laut dem Spiel ist hier aber übrigens auch irgendwo noch eine HDD drin. Irgendwo so eine 500 GB HDD. Ich sehe aber keine. Kann es sein, dass wir keinen Fehler gemacht haben, sondern ein Fehler vom Spiel an der Stelle ist, weil hier ist keine HDD. Ups, das wollte ich nicht. Weil hier sollte anscheinend eine HDD drin sein, aber hier ist keine HDD drin. Es ist einfach kein hier. Ich enttäusche ja nur ungern, aber das ist nicht mein Fehler. Was? Die ist da drunter installiert? Okay, ich nehme es zurück. Wusste aber nicht, dass man die HDDs unter dem Case installiert bei diesem Teil. Okay, Sekunde, wir müssen dann auch nochmal hingehen und kurz schauen bei der HDD, dass da keine Viren drauf sind. Das heißt, wir müssen mal kurz das Bootmedium ändern auf die HDD. Dort dann die Antivirensoftware installieren und schauen, dass nicht dort auch noch was ist. Ich lasse mir... Huch. Das ist aber nicht die HDD. Das war die SSD wieder. Ich lasse mir jetzt nämlich nicht die letzte 5-Sterne-Bewertung ruinieren. Achso, ich habe auf Rücksetz... Oh. Hier, übernehmen. So, dann brauchen wir nochmal einen USB-Stick. Yep, Beleuchtungssoftware. Und Virenscanner. Ja. Ja, Hauptglück schafft das Balken. Sehr gut. Ich weiß, die Beleuchtungssoftware müsste ich eigentlich nicht installieren, weil ich werde nochmal, nachdem wir hier jetzt gecheckt haben, nochmal das Bootmedium zurück auf die SSD ändern, aber ist jetzt egal. Okay, wäre nicht notwendig gewesen, aber man weiß nie. Und genau deswegen habe ich das halt gemacht, weil ich traue es den Entwicklern zu, dass sie das von einem erwarten. So, jetzt läuft auch alles wieder schön, so wie es soll. Und dann bringen wir dich mal weg. 5 Sterne, jawohl. Mein PC hat aus unerfindlichen Gründen den Geist aufgegeben, aber sie haben ihn repariert und haben sogar Teile von EVJ verwendet. Woher wussten sie das? Hellseher. Ganz einfach, Hellseher. So, eBay-Schnäppchen, schade. Ich hätte echt gedacht, dass wenn man wirklich hier, ne, das Maximum erreicht, wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas noch passiert. Schade. Scheinbar nicht. Das hier können wir wegwerfen. Wir bezahlen mal die $30.000. Können auch nochmal hier lesen. Wie es scheint, muss ich mich wohl beeilen, aus Spanien zu verschwinden. Aufgrund gewisser Probleme mit Interpol kann ich aber nicht einfach irgendeinen Linienflug nehmen. Es kostet vielmehr wenigstens $30.000, mich über die Grenze zu bringen. Könntest du vielleicht deinen armen Onkel ein allerletztes Mal retten? Ich übertrage dir auch die restlichen 25% des Unternehmens als kleines Dankeschön. Besten Dank im Voraus, dein Onkel Tim. PS, wir sehen uns zu Weihnachten unter Umständen. Da muss ich nochmal gesagt haben, der gute alte Onkel Tim zieht uns hier komplett über den Tisch, weil er uns hier am Anfang hier diesen PC-Shop übergeben hat, nachdem er komplett gefailt ist, nichts konnte und eigentlich auch noch erstmal sich von uns Geld geborgt hat.
was komplett lachhaft ist, weil wir ihm das nie erlaubt haben. Aber nachdem das immer wieder besser läuft, behält er einfach seine Marktanteile am Unternehmen und verkauft uns das dann am Ende für mehr Geld zurück. Was komplett lachhaft ist. Aber okay, bezahlen wir. Okay, das ist tatsächlich das, was ich gehofft habe. Dass wir nämlich wirklich in der Form ein Ende haben. Mit, tatsächlich den Credits. Da sehen wir die ganzen Leute, die hier mitgearbeitet haben. Ihr seht, es sind gar nicht so allzu viele Leute für ein so großes Spiel. Hier eine Stockfotografie, Lokalisierung und so weiter und so fort. Ist ja nicht in der Hauptentwicklung drin und das Team, was wir da eben hatten, war wirklich nicht viel. Okay, tatsächlich, die eSports Expansion ist von anderen Leuten gemacht. Und anscheinend einige der anderen DLC-Dinger auch. Interessant zu sehen. So, da haben wir nochmal die ganzen Leute vom Publisher. Auch die haben natürlich einen tollen Job gemacht. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich großartig irgendwelche Bewertungen zu diesem Spieler abgeben will. Wir haben es ein paar Parts gespielt. Ein klein wenig. Und ein paar Sachen, wo ich noch Kritikpunkte hätte und so weiter und so fort, werde ich in Zukunft in anderen Videos festhalten. Ich habe nämlich durchaus noch einen Plan, neben den Community Builds ein bisschen anderen weiteren PC Building Simulator Content zu machen. Der kommt nicht regelmäßig, sondern hin und wieder mal, aber ich habe Ideen für verschiedene Sorten von Videos hierzu noch. Also macht euch da keine Sorgen, da kommt auf jeden Fall noch einiges auf euch zu und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was noch so kommt. Ich hoffe, ihr auch und vielleicht ist es sogar etwas, womit wir das Spiel vielleicht sogar die Entwickler erreichen können in irgendeiner Form und ein paar dieser Sachen im Spiel gefixt bekämen. Mal schauen, je nachdem, wie gut die Videos dann ankommen dazu. Es sind nicht nur Sachen, wo ich Verbesserungsmöglichkeiten am Spiel sehe, sondern auch sehr, sehr viele andere Dinge, die ich noch gerne machen würde. Aber ich würde sagen, das hier können wir... Achso, das ist jetzt sowieso veraltet, oder wie? Sind jetzt alle veraltet? Nee, nur der hier. Weil der direkt gemacht werden sollte. Okay. Gut, nicht unser Problem. So, Glückwunsch zum jüngsten Aktienerwerb. 100% von iSuperDolle PC-Mute gehören dir. Jawohl. Die E-Mail löschen wir nicht, die bleibt. Aber nur, damit wir uns gut fühlen können. So, das soll es dann aber auch wirklich endlich hier von dem Story-Modus zu PC Building Simulator gewesen sein. Wir haben ihn endlich durchgespielt. Es hat mehrere Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft nach ewiger Zeit. Ich hoffe, es hat euch mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns auf jeden Fall wie immer zurück bei den Community Builds, bei zukünftigen Formaten hier in PC Building Simulator und wenn euch das interessiert, natürlich auch sehr, sehr gerne bei anderen Projekten auf meinem YouTube-Kanal. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, da ist irgendwo für jeden was dabei. Und wir werden natürlich, falls wir hier irgendwann auch mal ein bisschen ein paar der Upload-Slots auf dem Kanal frei haben, natürlich auch in Zukunft ein paar weitere Projekte zu anderen Simulationsspielen starten. Ich glaube, da sollte auch was für jeden mit dabei sein. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir doch noch gerne ein Abo da, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, auch wenn es nicht hier im Story-Modus sein wird. Natürlich auch gerne ein Like, wenn euch dieser Part hier gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao.